Hallihallo und willkommen zurück zu The Walking Dead A New Frontier. Wir sind jetzt hier auf dem Schrottplatz und müssen so einige Dinge finden und das tun wir jetzt auch und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Zusehen. So, was haben wir da? Fässer? Okay. Waste oil. No use to us. Altöl können wir nicht gebrauchen. Was haben wir dort? Eine Matratze? Okay. Oh, that's gross. Ja, so ein bisschen. Finden wir irgendwas dort? Okay. Now I'm sorry I did that. Anscheinend nicht. Okay. So. Wir gucken nochmal hier zurück. Dort haben wir Mariana. Wir sprechen mal mit ihr. Mit Umschalt können wir ein bisschen schneller laufen. Auch nicht hey. Schlecht. Any luck, kiddo? I need a pen. Hä? Or a pencil. Just something to write with. Okay. A pen? Why are you looking for that? There's just something I really want. I really need to do. And I need a pen for it. Last night I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. I used to hate it. But then I realized I don't remember the ending. It was this goofy ending she thought was so funny and I thought was so dumb. I want to write down everything I can remember about everything. Cause if I forget and they're all gone, I'm kind of gone too. At least a little bit. I just think that might be kind of important. Das ist Maybe. Eine gute Idee. That's a great idea, Mariana. Dann soll sie auch einen finden. Und haben. Im besten Falle. So, haben wir hier hinten noch irgendwas? Nein. Da haben wir noch was. Ein zerbrochenes Fenster an diesem Schulbus. Most of the dashboard is torn out. Seats are gone. This thing's dead. War zu erwarten, leider. So, dort haben wir noch Kate. Mal schauen, was sie so zu erzählen hat oder gefunden hat bisher. You find anything? I can't stop thinking about that herd. We get caught in it and that's it. Peace, asshole. Can't charm your way out of that one. And we'd be gone in seconds. Sie werden uns nicht einholen. Hey, don't think about that. We're careful. We're smart. We'll stay ahead of them. Luck runs out just as easily as gas. There's gonna be a last one, you know? A last tank of gas. Last piece of food. What if this place is empty? And the next? And the next? We're not gonna let that happen. Okay? Okay. I let it have its 5 minutes. I'm good. In gewisser Weise hat sie ja leider recht. Oh Mann. So, wir müssen irgendwo Benzin herbekommen. Wir haben hier mehrere Sachen. Da könnten wir es absaugen. Aber erstmal schauen wir hier. Acetylentanks. Acetylene. Handy for welding, but not much else. Okay, hier haben wir noch ein Auto. I wouldn't have minded having one of these back in the day. Okay. So, ein Reifenstapel? Ach, I don't think these tires would fit the van. Ach, wahrscheinlich nicht. Da könnten wir hochgehen. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir erstmal mit Gabe. What's going on in there, buddy? I'm in a bad mood, okay? I want it to go away, but it won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Just, we're in that car for so damn long. The AC hasn't worked in ages, and then it ate my last damn tape. Well, that's a sweet idea, but it's safer to keep moving. I don't know, maybe just leave me alone. Okay,
But if you want to talk later, I'm around. Ja, Gabe will nicht reden. Okay. So, wir konnten hier noch versuchen abzusaugen. Mal schauen, ob da noch Benzin drin ist. Come to Papa. Okay. Barely anything. Ah. I'll need to find more. Immerhin schon ein wenig. Okay. Dann gehen wir mal hier gucken. Hier haben wir noch einen weiteren Truck. This one looks promising. Dann wollen wir mal sehen. Bingo. Sehr schön, okay. Hier ist sonst weiter nichts. Ich glaube nicht, okay. Dann gehen wir mal weiter hier lang. Was haben wir denn dort? Ein Container? Some sort of fuel tank. Okay, anscheinend nichts, was wir gebrauchen können. Und hier einen Kipper. Nothing up there but garbage. Ja, wahrscheinlich. Da haben wir noch was. Schutt. Tires, paint cans, old newspaper. All that's left in this junkyard is junk. Deswegen heißt es wahrscheinlich Schrottplatz. Oh Mann. So. Da haben wir noch gestapelte Autos. Too risky to search up there. Doesn't look stable. Da hat er recht. So, hier ist weiter nichts, dann gehen wir mal zur Leiter. Looks like there's more to see up here. Okay, ich habe keine Ahnung, ob es eine gute Idee ist, aber wir klettern hoch. Any luck? Some. But not enough. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe, stay close to Javi. Got it? Oh, all right. Es wird doch garantiert irgendetwas passieren. So typisch The Walking Dead. Hey, look. There's one they never took to pieces. Good catch. Tankdeckel? Ich glaube, wir sollten erstmal in den Wagen reinschauen. Nur so, ein Gefühl. Shit, locked. Still might be gas in the tank though. Okay, dann probieren wir das mal. Shit. It's locked. Und wir versuchen es aufzuhebeln. Here goes nothing. Hä? Ach so, okay. So funktioniert das. Look at all that fuel. This is gonna take a while. Ach, sehr schön. Wir haben also schon mal genügend Benzin. Vorerst zumindest. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen weiter um. Oh, okay. Shit. Als hätte ich es geahnt. Hmm. Looks like it came from in there. Gabe, stay close. Natürlich, lauf da auch noch hin. Ja, ist immer eine gute Idee. Oh Mann, Wohnwagen. Hier haben wir ein Auto. Ransacked a long time ago. Okay.
Haben wir hinten noch irgendwas? Nein. Okay, dann gehen wir direkt mal zur Wohnwagentür. Rechtsklick zum Verlassen. Ansehen. Looks pretty run down. Mhm. War klar. Locked. Okay, aufhebeln. Not gonna be able to pry this open. Damn it. Okay, dann gucken wir mal hinein. Und sehen Vorräte. Might be able to get in through the hatch. Okay. Ob das eine gute Idee ist? Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen irgendwie da unterkommen. Aha. Da ist ein Brett. Oh Mann, okay, wir betreten das Loch. Wo wir keine Fluchtmöglichkeiten haben und so weiter, ne? Oh Mann. Halleluja, und los geht's. Gabe, come check this out. Not the cleanest place. Oh, no muertos, at least. Just be careful. Auf jeden Fall eine Menge Vorräte, ne? Dann sehen wir uns mal um. Da haben wir ein Bett. Und hier haben wir einen Schreibtisch bzw. eine Schublade. Mit Munition. Nee, Batterien. Ah, Batterien. Double A's. I know someone will be happy to see these. Ich auch. Die nehmen wir natürlich mit. So, was finden wir noch so Schönes? Regale. Are you kidding me? Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. There's enough food in here to keep us going for a long time. Oh, check it out. This is actual, honest-to-God, pudding! Seriously? And it's not just food. There's a mattress. There's blankets. Someone else's mattress. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. Das hier ist eine Müllhalde und ich glaube nicht, dass wir hier bleiben sollten. Well, this place is kind of a dump. I mean, literally. And you forgot to mention super freaking weird. It's a lot of food to leave in a place like this. Come on, one night. We bunk down, eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please. The herd is coming, if it's not here already. We should go and get ahead of it, before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. Why can't we just enjoy it? Javi, can we? We could stretch out, sleep well for once. Come on, you know it's not a big deal. Es ist einfach zu gefährlich. We can protect ourselves. Ah, nee, können wir nicht. We're gonna get what we came for and get out of here. Great. Another shitty cramped night in our shitty cramped van. Hooray. Come on. Let's at least grab the food. Es wäre keine gute Idee. Mariana die Batterien geben. Ich denke, das sollten wir jetzt tun, weil verkackt haben wir bei ihr eh. Oh, guess what? Now you can really drown us out. Mariana wird das nicht vergessen. Thanks for that. Backing me up and all.
How does it feel to be the bad guy this time? It must be a new sensation for you. Wir stecken gemeinsam da drin. I don't know, oh boy, sleeping in the van again? All I'll say is you definitely owe me one. Yeah, well, you owe me like a dozen, so I'll just shave it off your tab. Hey, Kate, can you come help us with this? Hey, wait, but you... This way you can make up for being the bad guy. Thanks. Grab some gas. We need to head out soon. Ich hab's geahnt. What the fuck do you think you're doing with our gas? Oh nein. Go on, speak up! Wir brauchen nur ein bisschen. I'm sorry, man. Look, it's just a can. We needed it really bad. I fucking knew it. There's more than just you out here. You ain't the loner type. I can tell. I know you got people. Ich bin allein. No, I'm alone. Honestly, people's just slowing me down. You just said we, you lying fuck. Oh, wait. Nein. Fan out and look for the others. Lonnie, you're with me. Mhm. Ich hab's geahnt. Verdammt. Hey, you assholes in there. I got your boy. You don't want him getting shot. You best come out there careful with your hands up. Go on, you first. You get ambushed by your own people. That shit's gonna make my day. Open it real slowly. Okay. Oh, sie haben sie versteckt. Sehr gut. Was soll ich tun? Scheiße. Looks like you and your friends had a real feast, huh? Oh, verdammt. You can't just take what you like. Ich hab die gegessen, alle. I don't roll over like that. I ate all those. Yeah, me. You? By yourself? Yep. Now. Yeah, what can I say? I fucking love pudding. You got a real smart mouth. You fucking watch what you say. Look, I get it, all right? You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you'd hit pay dirt. Honest mistake. But I got this sneaky fucking feeling that you're full of shit. I ain't gonna let it be like the last time some assholes rolled on us. Keep an eye on this dickhead. I'm gonna grab some cuffs. You got it. Just chill, okay? No need to make this any harder. Lass uns einfach reden. Look, your buddy is not thinking straight. So let's talk, okay? You and me, we can get this sorted out. No, it's his call. Look, man, this doesn't have to go. Oh, nein. What the fuck was that noise? What you got hiding under there, boy? Oh, shit. If you know something, you better spill it. Ich habe nichts gehört. Ich greife nach dem Brecheisen. Fuck! Oh shit. Guys, get okay. The fuck in here! Holy shit! Oh. What you done here? Wait, don't you... Shit. Oh, Mann. Verdammt. Ich hab ja gesagt, wir müssen da weg. Verdammt nochmal. Hey.
Hey, my family, where are they? What did you do with my family? Und was mit der Familie passiert ist, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge herausfinden. Mann, 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 ich hatte gleich ein ungutes Gefühl, da in diesem Wohnwagen zu bleiben. Und das Gefühl hat sich bestätigt. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen und dann sehen wir uns in einer nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!